Ganz herzlich willkommen bei Grün und Gesund. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um die Frage, wie kommt es eigentlich zu Heißhungerattacken? Wie kommt es zu Gelüsten auf ungesunde Nahrung wie Schokolade, Brot, Zucker, Alkohol und so weiter? Wie können wir diesen Gelüsten widerstehen? Ja? Und wie schaffen wir es, einen gesunden Lebensstil wirklich im Alltag auch umzusetzen? Und da freue ich mich ganz besonders, dass du heute mit dabei bist. Ralf Brosius, herzlich willkommen. Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Ralf, du hast eine ganz spannende Geschichte durchgemacht. Und 2006 hast du mir erzählt, hast du die Diagnose bekommen, Lungenkrebs, ja, Endstadium quasi. Und du hast ein Viertel des Lungenflügels dann entfernt bekommen. Und was wirklich interessant ist an dem Punkt, ist, dass du dich dann gegen den Rat deiner Ärzte, gegen eine Chemotherapie entschieden hast und für eine radikale Kurswende entschieden hast. Und dann hast du zusammen mit dem Dr. Switzer durch eine vegane Rohkost mit Wildkräutern und einer gesunden Lebensführung dich letztlich vom Lungenkrebs geheilt. Und ja, das ist natürlich eine wirklich spannende Geschichte, die du hast. Und vielleicht nimmst du uns einfach mal ganz kurz mit rein in diese Geschichte und erzählst uns, was dich dazu veranlasst hast, gegen den Rat deiner Ärzte sich dazu entscheiden, also gegen die Chemotherapie. Die Entscheidung kam spontan und war wirklich nicht bewusst geplant, aber ich habe im Vorfeld meine Eltern beide mit Krebs verloren, erst mein Vater und dann meine Mutter. Und Freunde und Bekannte, wenn man über 50 ist, dann häufen sich die Fälle von Menschen, die Krebs bekommen haben und die auch eine Chemotherapie machen. Und überall war das Ergebnis das gleiche. Die Leute sind alle gestorben, trotz der Chemotherapie oder wegen der Chemotherapie, wie auch immer. Und so war also mein Entschluss, da ich so ein Hobby-Ayurvede schon vorher war, mit Basmati-Reis essen und Brokkoli und auch Kurkuma-Würzen und Kreuzkümmel und so weiter, hielt ich mich doch für einen Menschen, der sich da ein bisschen auskennt, was aber nicht wirklich der Fall war im Vergleich zu einem echten Ayurveden. Na, wie auch immer, Heiligabend hat meine Frau mich aus dem Krankenhaus abgeholt und wir haben über die Weihnachtstage beratschlagt, was wir machen. Der erste Plan war, nach Sri Lanka oder nach Kerala in eine Ayurveda-Klinik und dort eine Entgiftung zu machen und von da aus dann zu starten. Aber am 27., Tag nach Weihnachten, haben wir zum Telefon gegriffen, haben ayurvedische Ärzte in Deutschland angerufen. Und Dr. John Switzer ging ans Telefon, die anderen waren in Urlaub, die hatten das Tonband laufen. Wir sind also am Tag darauf gleich dorthin. Und er meinte, das ist kein wirkliches Problem, wir können das schaffen. Wir werden aber jetzt erstmal eine Rostkur machen, eine Radikalentgiftung, eine Panchakarma und danach komplett die Ernährung umstellen, wovon ich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt keine Ahnung hatte. Ich wusste weder, was Rohkost ist, ich wusste nicht, was Chlorophyll ist und ich hatte auch keine Ahnung von Weizengras und so weiter und so weiter. Habe mich aber einfach darauf eingelassen und vom ersten Tag an dann eben alles andere, was furchtbar lecker war und was wir in Mengen gegessen haben, einfach komplett weggelassen. Und dadurch entstanden natürlich auch massive Gelüste und Entzugserscheinungen, denn unsere Zellen sind 40 Jahre oder mehr daran gewohnt, das und das zu bekommen. Der Körper ist auf Zucker eingeschossen, auf Gluten, auf Stärke, auf Kohlenhydrate und auf das Fleisch und was es nicht alles so gibt, der leckere Cappuccino mit dem schönen Schaum obendrauf. Aber damit sind wir jetzt quasi direkt schon beim Thema, dass du jetzt ansprichst, Ernährungsumstellung, Gelüste, die wir so haben. Ne? Und da ist jetzt eben die Frage, die denke ich uns wirklich interessiert ist, wie hast du es da geschafft, deine Ernährung, lange gewöhnt, dich anders zu ernähren, jetzt plötzlich umzustellen? Das hört sich ja schon nach einem sehr radikalen, nach einer radikalen Umstellung dann an, denn du hast ja auch den Vorteil, sag mal, dass du jetzt einen gewissen Leidensdruck da hattest, aber ja, trotzdem, vielleicht kannst du mal ein bisschen mit reinnehmen, wie ist das dann vonstatten gegangen, wie hast du das gemacht? Okay, meine Frage an den Arzt war natürlich, was darf ich essen? Er hat gesagt, alles, was grün ist und wir müssen den Zucker weglassen und wir müssen das Brot weglassen und die Pizza weglassen und wir müssen die Nudeln weglassen und wir müssen das Fleisch weglassen. Und meine Frage war, was kann ich dann überhaupt noch essen? Also für mich war das plötzlich ein Raum, in dem nichts mehr war, außer ein paar Krümel auf dem Boden oder auf dem Tisch. Und das sollte dann meine Ernährung sein. Heute weiß ich, dass Rohkost und gesunde Ernährung ein Universum ist. Das ist riesengroß. Dass ich aber erstmal entdecken musste, das war
so habe ich es in meinem Buch auch geschrieben, wie der Blick durchs Schlüsselloch. Man schaut durchs Schlüsselloch und sieht von dem Raum eigentlich nur einen spärlichen Ausschnitt dessen, was da wirklich vorhanden ist. Erst wenn man die Tür öffnet und hineingeht, dann sieht man, was tatsächlich dort ist. Aber so habe ich mich damals gefühlt. Und meine Frage war, die ich mir selbst gehört habe, willst du leben oder willst du sterben? Chemo war draußen, das war keine Frage mehr. Also was willst du machen? Ja, ich will leben. Also gut, dann mach das, was der Arzt sagt. Vertraue ihm einfach. Meine Ängste waren natürlich enorm. Die Angst, dass es nicht klappen könnte, weil es gab weder zuverlässige Informationsquellen, noch gab es Studien, noch gab es Menschen in deinem Umfeld, die das in irgendeiner Form bestätigen konnten, was du da jetzt vorhattest. Im Gegenteil, wir wurden runtergemacht und schlecht gemacht. Das war immer wieder der Gegenwind, den wir gespürt haben. Man musste sich wirklich sehr, sehr konzentrieren auf das, was man geplant hatte und dann Schritt für Schritt vorgehen. Der Entzug war sehr groß und es gab Attacken, auch wenn wir, meine Frau und ich, mal irgendwo in der Stadt unterwegs waren und du weißt selber, in der Stadt gibt es fast nur Junkfood oder das übliche fettige Zeug und dann sucht man sich diese spärlichen Punkte, wo es vielleicht mal bei irgendeinem Griechen ein bisschen Weinblätter oder ein paar Bohnen oder irgendwas anderes gab, was einigermaßen vegetarisch aussieht oder ein kalter Vorspeisenteller beim Italiener oder auch eine Minestrone, mal eine Suppe und so weiter. An diese Spots hat man sich dann gehangen, um zumindest mal das Grundbedürfnis an Hunger zu stillen, weil man wusste, da liegt man auf der sicheren Seite. Aber das war alles noch weit entfernt von einem Ernährungsplan morgens, mittags, abends, wo ich wusste, ich habe morgens das und mittags habe ich das. Im Januar 2007 haben wir angefangen, Weizengras in so einer Handpresse zu quetschen und davon Schnapsgläser morgens zu trinken. Das war noch Teil meiner Entgiftungskur, denn wichtig war, dass ich die Gifte aus dem Körper herausbekomme, die dem Krebs immer wieder auch Nahrung gaben. Das Weglassen von Zucker und Getreide war natürlich ein massives Problem. Wenn man plötzlich ohne Getreide dasteht, dann fällt so gut wie ja fast 2/3 des normalen Ernährungsalltags fällt plötzlich einfach weg und man hat ein Problem, das zu ersetzen. Das ist nicht leicht. Aber vielleicht hatte ich den Vorteil, in Anführungszeichen, einen Leidensdruck zu haben. Einen Leidensdruck, der so groß war, dass ich wusste, wenn ich das nicht schaffe, bin ich in 2 Jahren tot. Und Das macht das war wahrscheinlich auch das, was dich angetrieben hat, und auch das, was du sonst so gesehen hast, du hast eben erzählt, im Umfeld gab es schon andere Fälle und wo es eben nicht geklappt hat. Also ich vermute jetzt einfach mal, dass das der Antrieb war, das auch zu befolgen, weil das ist ja schon ein großer Schritt, zu sagen, ich lasse mich darauf jetzt ein. Einfacher wäre es zu sagen, ich mache jetzt die Chemotherapie und lasse einfach meine Ernährung so, wie sie ist, weil es ist ja lecker und ich bin daran gewöhnt. ganz genau. So wie du es gesagt hast, so machen es auch die meisten Menschen und müssen am Ende dann feststellen, dass die Chemo dann doch nichts geholfen hat. Das ist leider in den meisten Fällen so. Ich weiß in Wirklichkeit, wenn ich zurückschaue, ich weiß nicht genau, was mich getrieben hat. Es war aber mit Sicherheit das Bedürfnis, auch anderen Menschen mitzuteilen, dass es eine andere Möglichkeit gibt. Ich habe zum Beispiel 2 Tage nach dem OP, ich war noch nicht ganz aus meinem Morphium-Opium-Rausch erwacht, hatte ich das Bedürfnis, ein Buch über meine Heilung zu schreiben. Ich weiß nicht, wie dieser Gedanke in meinen Kopf gekommen ist damals, aber der war da und den habe ich auch meiner Frau mitgeteilt und 3 oder 4 Jahre später habe ich auch angefangen, dieses Buch zu schreiben. Es war, ich weiß nicht, vielleicht hatte ich da auch eine Aufgabe. Ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle habe ich mich durchgebissen und mit dem Tod im Rücken, in Anführungszeichen, hat man natürlich auch immer wieder das Bedürfnis, sich weiterzuentwickeln. Was kann ich noch essen? Was kann ich noch essen? Was ist nicht gut? Was ist gut? Und so kam dann zum Beispiel erst der Weizengrassaft und dann im Frühjahr, im März, April 2007 kamen dann die ersten Gänseblümchen und ein bisschen Bärlauch und Schaboxkraut. Und ich habe mir Bücher gekauft, habe gelernt, wie die aussehen, habe die gesammelt, habe mir Mixer gekauft, so für 50 oder 100 Euro. Hab die alle kaputt gemacht. Die haben das auch alles nicht klein bekommen. Hab das dann durch ein Sieb abgeseibt. Durfte keinen Zucker und kein Obst dazu nehmen, weil Fruchtzucker ist in dem Stadium auch gefährlich, weil das auch Nahrung ist für den Krebs, weil über den Insulinspiegel, über den Blutzuckerspiegel Insulin ausgeschüttet wird. Und Insulin ist quasi der Motor, um dem Krebs mehr Wachstum zu geben. Also habe ich mir Stevia gekauft und Xylit, habe damit gesüßt und dann quasi Wildkräuter pur mit ein bisschen Zucker, Xylitzucker getrunken, mehrmals täglich und hatte immer enorm Hunger, hatte immer Lust auf dies und Lust auf das und habe mich dann zum Beispiel dazu entschieden, dass ich einmal in der Woche einen Brottag mache. Habe mir ein hochwertiges Brot gekauft, so vom Hopfister mit Grünkern und Dinkel und habe an diesem Tag morgens meinen Smoothie getrunken oder mein Weizengras und mittags habe ich mir dann so viel Brot reingeschoben, bis nichts mehr reinging.
habe das mit ein bisschen Butter oder mit ein bisschen Tomaten und Zwiebeln bedeckt, damit es nach ein bisschen was schmeckt. Und das war dann für die Woche war das mein Brottag und damit war auch die Lust auf Getreide tatsächlich gestillt. Und damit sind wir auch direkt bei der nächsten Frage, nämlich die Frage, was empfiehlst du Leuten, die vielleicht jetzt nicht vor so einer heftigen Situation, das mag es auch geben, aber wünschen natürlich keinem, aber viele sind da einfach in der Situation, dass sie einfach wissen, die eine kämpft mit Übergewicht, der andere hat vielleicht in den Gelenken Schmerzen, der nächste hat wieder andere Symptome und merkt einfach, es läuft nicht mehr ganz rund und hat eine gewisse Motivation. Woher es auch immer rührt, jetzt zu sagen, ich will die Ernährung wissen. Manch einer hat doch einfach nur das Wissen und kriegt es nicht auf die Kette, Ja. ja. Lässt sich drauf ein und dann kommen eben Heißhungerattacken, ja. Und dann, je später es Abend wird, dann wird der Kühlschrank plötzlich interessant, dann wird durchwühlt, ja, und geguckt, und was kann ich noch essen, ja. Und dann Ja. ärgert man sich darüber, dass diese Ja. Vorsätze, die man sich eigentlich genommen hat, nicht eingehalten werden können. Dann ist man sauer auf sich selbst und so weiter. Und ja, kommt immer wieder diese Lust, wo du auch von gesprochen hast. Also Brot spielt natürlich eine ganz zentrale Rolle, ja. Wenn man es einfach so gewöhnt ist, und die meisten, ja, Zucker, Milch, Alkohol, Fleisch, Schokolade, was es nicht alles gibt, ja. Ja. Was empfiehlst du Leuten, die vor so der Herausforderung stehen, jetzt die Ernährung umzustellen, ihr Wissen einfach immer konsequent irgendwie ja, in den Alltag integrieren zu wollen? Das erste und wichtigste Wort, entspannt bleiben. Nicht verkrampfen, nicht alles zum Dogmatismus zu erheben und zu sagen, ich mache jetzt 100% dies und das. Wir Deutschen neigen dazu, immer alles gerne perfekt machen zu wollen. Wenn es aber um das Leben geht, wenn es um Ernährung geht, und Ernährung ist Leben, und das Leben kommt aus dem Universum, das ist alles schon da gewesen, bevor wir hier waren. Das sind alles Geschenke, die uns gemacht werden jeden Tag. Wir sollten bei diesem Thema meiner Meinung nach ein bisschen entspannter an die Sache herangehen. Wenn es mal einen Tag nicht hinhaut, dann haut es eben nicht hin. Und wenn dann an einem anderen Tag mal ein Stück Kuchen herkommen muss oder ein Croissant gestippt in einem schönen Milchcafé, so wie es die Franzosen gerne morgens machen, warum nicht? Solange man das übergeordnete Ziel nicht aus dem Auge verliert, ist alles in Ordnung. Wichtig sind die Dinge, die du gerade genannt hast. Das sind Anzeichen von chronischen, von Zivilisationskrankheiten, wie wir sie zuhauf in Deutschland und in auch anderen Ländern in Europa und in den USA haben. Zivilisationskrankheiten, die ernsthafte Probleme bereiten, sobald man über die 50 geht, weil sich dann im Laufe der Jahrzehnte Gifte im Körper angesammelt haben. Die sind nicht mehr wegzudiskutieren und die lassen sich auch mit Tabletten nicht in Schach halten. Man tauscht nur das eine mit dem anderen. Wenn man es wirklich richtig angehen will und wenn man sich langfristig von all diesen Gefahren, inklusive Demenz, und Demenz ist nicht lustig, wenn man sich davon wirklich befreien möchte und sich vorstellt, ich möchte mit 80 noch wissen, wer meine Kinder sind und wo die Toilette ist und so weiter und so weiter, dann sollte man jetzt langsam planen und ganz entspannt rangehen, seine Ernährung zu überprüfen und zu sagen, heute streiche ich das, morgen streiche ich das und dafür nehme ich morgen das und übermorgen nehme ich das. Die Information dafür ist in Büchern, im Internet, bei dir, auf deiner Webseite, in deinen Interviews immer wieder zu finden. Und es spricht nichts dagegen, diesen Informationen Glauben zu schenken, auch wenn der Mainstream immer wieder versucht, uns mit der neuen Sichtweise von Ernährung zu attackieren, weil er dem Lobbyismus Platz machen muss und Platz schaffen muss. Die Leute sollen einfach das essen, was ihnen Spaß macht. Und die sollen A, das essen, was Arbeitsplätze erhält. Und die sollen B, das essen, was Umsatz macht. Und C, das essen, was in den großen Industrieanlagen gefertigt wird, damit wir auch einen Durchsatz haben an Konsum. Das ist das Bestreben der großen, der Mainstream-Medien, diese Informationen in unseren Köpfen zu platzieren und auch Desinformation zu betreiben, uns unsicher zu machen, ob das denn überhaupt wichtig ist, dass man Obst isst und Gemüse und so weiter. Ich kann nur sagen, lasst euch davon nicht bange machen und nicht verunsichern. Die wollen nur ihr eigenes Interesse durchsetzen. Ihre Gesundheit liegt denen nicht am Herzen. Das ist ganz sicher. Die wollen Geld verdienen. Wenn man also wirklich eigenständig, selbstständig und autark diesen Weg gehen möchte, braucht man eine Portion Selbstvertrauen und man darf sich selbst nicht so hart rannehmen. Denn dann verliert man irgendwann die Lust und sagt, das ist mir alles zu schwer, das schaffe ich sowieso nicht und gibt den Löffel ab auf gut Deutsch und beginnt genau da, wo man 2 Jahre vorher aufgehört hat und dann war alles für die Katz.
Denn sobald man zurückfällt und regelmäßig wieder die alten Dinge, die man eigentlich nicht essen möchte, isst, fängt der Körper an, wieder zu verschlacken, kommen die alten Symptome wieder, die Gelenkschmerzen fangen wieder an, der Kreislauf passt nicht mehr und, und. Ja. Das ist meine Empfehlung. Entspannt bleiben, aber das übergeordnete Ziel bitte nicht aus den Augen zu verlieren. Man möchte alt und gesund sterben. Ja, das ist auch mein Motto, ja. Ich, genau, ich will gesund sterben. Genau. Was machst du ganz konkret, Ralf, wenn dich die Lust auf Süßes überfällt? Also angenommen, du hast jetzt einen Ausnahmetag gemacht, es ist Sonntag meinetwegen, machst jetzt warst du mal schön im Café zur Ausnahme und trinkst dann wieder grünes Smoothies. Jetzt ist Donnerstagabend und plötzlich überfällt dich die Lust auf Süßes. Und eigentlich sagst du, ist nicht dran, aber sie ist plötzlich da, diese Lust. Was machst du in solchen Fällen? Okay, ich darf ein bisschen zurückgehen und sagen, dass die ersten 2 Jahre oder 2,5 Jahre alles Süße wirklich tabu war, außer ein paar Rosinen. Also ich habe so gut wie kein Obst gegessen. Ich wollte sicher sein, dass der Krebs komplett Also abstirbt. nicht Das nur industriell Zucker, sondern auch Fruchtzucker. ja, also da war ich auch streng. Selbst Karotten und rote Beete, wo Zucker drin ist, habe ich auch so gut wie gemieden, nur in kleinen Mengen im Salat, vielleicht geraspelt. Aber danach habe ich mich ein bisschen geöffnet, habe dann auch im Sommer Erdbeeren gekauft oder Zwetschgen, Pflaumen und habe Pfirsiche gekauft und auch mal eine Banane in den Smoothie gemacht. Und seitdem bin ich da ein bisschen entspannter. Wenn mich also heute eine Lust auf Süßes trifft und wenn die ist ganz normal, wenn man das ayurvedische Essen anschaut, es gehören immer alle Geschmacksrichtungen dazu, damit der Mensch nicht nur satt, sondern auch zufrieden ist, sollten alle Doshas befriedigt werden. Und dazu gehört eben auch Süß. So, und das heißt, in unserem Falle, ich habe heute eine Riesenauswahl. Ich kann mir zum Beispiel ein paar Kokosraspeln und ein bisschen Reissirup mit ein bisschen Mandelmus mischen. Ich kann ein bisschen Reismilch dazugeben. Ich kann ein bisschen Obst dazuschneiden und habe einen leckeren basischen Nachtisch. Der hat keine Gluten, der hat sehr viel gute Fette, der hat nur eine geringe Menge an Zuckern und der befriedigt meine Lust auf Süß. Wenn wir in der Stadt unterwegs sind, irgendwas besorgen müssen und ich bekomme Lust auf was Süßes, kann es sein, dass ich mir einfach ein Stück Kuchen kaufe und das esse. Ich bedauere das zwar 10 Minuten, nachdem ich es gegessen habe, weil die Schwingung, wenn man es im Magen hat, ist mittlerweile, man wird ja auch im Laufe der Jahre sensibler für die Dinge, die nicht gut sind. Die Schwingung, die das dann ausstrahlt, die sagt einem, ich will das jetzt ganz schnell wieder loswerden. Aber die Lust kommt immer über die Zunge und es muss gut schmecken. Wir haben es 2 Minuten im Mund, aber 2 Stunden im Darm und es zählen eigentlich nur die 2 Minuten und die 2 Stunden, die haben wir ausgeblendet. Aber gut, das war dann wieder eine Erfahrung und ich nehme wieder ein bisschen mehr Abstand, denn wir speichern ja alle Informationen ab. Es ist ja nicht so, dass wir das morgen schon wieder vergessen haben, dass es nicht gut war. So gehe ich also dieser Lust nach und sündige in Anführungszeichen ganz bewusst und lasse es mir dabei gut gehen. Ich versuche es so gut wie möglich zu genießen. Ich möchte das Maximum aus meiner Entscheidung herausholen und sage, das ist gut, das nehme ich jetzt zu mir, das brauche ich jetzt und das will ich jetzt und das ist so. Und dann ist am nächsten Tag ist es gut. Ich habe die Erinnerung gespeichert und gehe dann wieder zu meinen Datteln oder zu meinen Pfirsichen oder zu meinem Obst zurück oder zu Reissirup oder ich mixe mir Chiasamen mit ein bisschen Xylit und noch ein paar anderen Sachen im Mixer und genieße diese Süßspeise. Die befriedigt und die sättigt auch. Und wenn es so eine Mischung sein soll aus süß und herb, kann ich nur rohe Schokolade empfehlen oder bittere Schokolade mit mindestens 75 bis 80% Kakaogehalt. Die haben nicht nur A, sehr viele, und zwar sehr, sehr viele Antioxidantien, womit ich meine freien Radikalen in Schach halte, sondern sie befriedigen auch die Lust auf herb und die Lust auf süß. Und die Kakaobutter ist ein Fettgehalt, der neigt nicht dazu, am Körper anzusetzen, hat aber eine Energie und eine Leistungsenergie, möchte ich sagen, die uns in eine Ebene bringt, wie vielleicht andere Leute mit 2 Tassen Kaffee. Also mittlerweile bin ich da so sensibel. Der Kakao kann so stimulierend sein, dass er mehrere Gelüste auf einmal befriedigt. Und wer keine Angst vor etwas bitterem Kakaogeschmack hat, dem kann ich das nur empfehlen. Er schlägt damit mehrere Fliegen mit einer Klappe. Ja, danke dafür. Und ich find das wirklich ganz sympathisch, wie du das sagst. Ja, nicht einfach so sagen, 100%, das muss jetzt hier umgestellt werden oder so, wie du es auch lebst. Und auch, klar, wenn man jetzt wirklich diese Krankheit im Rücken hat, dann fällt es einem natürlich wesentlich einfacher, da das jetzt durchzuziehen, 2 Jahre lang oder wie auch immer. Aber nicht jeder hat die Situation.
Und ja, ich finde das sehr, sehr schön, wie du sagst, einfach auch mal das zuzulassen, auch dazu der Entscheidung zu stehen, sich nicht schlecht oder runter zu machen deswegen, sondern einfach sagen, es ist jetzt gut, so wie es ist, ich lerne daraus und gehe dann wieder über zu dem anderen. Weil ich denke, es hat wirklich, es kommt ja eine negative Schwingung irgendwo daraus, wenn ich mich selber fertig mache und das bringt mir Ja. nichts. Ja, ich fühle mich schlecht danach, wie so ein Sündigen, ja, und es geht ja gar nicht um diese Dogmen irgendwas. Letztlich will ich mir ja was Gutes tun. Und es Ja. geht auch nicht nur um das Essen, es geht ja auch um den Geist. Kann man auch Ja. gleich noch ein bisschen was zu sagen, ja? Man soll sich mögen. Man soll sich auch mit der Entscheidung mögen, die bewusst gegen die Vernunft gefällt wird, weil es eine Lust ist, weil es ein Instinkt ist. Und im Laufe der Jahre, da kann man darauf vertrauen, meine Erfahrung, auch die von anderen Menschen, die sich so ernähren, ist, dass man im Laufe der Jahre immer einen größeren Abstand gewinnt zu den Dingen, die man eigentlich meiden sollte. Die meidet man automatisch, weil man genau weiß, da ist keine Energie drin, da ist kein Leben drin. Das bringt mich teilweise sogar in einen leicht, habe ich schon festgestellt, depressiven Zustand, weil die Energie, die in solch einem Getreide gespeichert ist, die ist dermaßen unlebendig, dass man sich im Vergleich zu der hohen Schwingung, die man vorher hatte, schon fast depressiv fühlen kann. Okay. Vielleicht können wir auf die Frage noch eingehen, ein bisschen genauer, was jetzt die Ursachen eigentlich sind, ja, für die Lust auf Süß. Du hast schon ein bisschen angesprochen, eben mit Krebszellen. Aber was würdest du sagen? Wieso ist es immer wieder so, dass wir diese Lust entwickeln? Wo kommt das her, dass wir es nicht so richtig, ja, unter Kontrolle haben vielleicht und uns manchmal wirklich so überfällt? So, sei es die Heißhungerattacken oder Also süß. Entgleisungen welcher Art auch immer, ja. Also, Ja. Also die Lust auf Süßes kontrollieren zu wollen, halte ich für nicht gut. Es sei denn, man ist betroffen und man hat momentan, sagen wir mal, ganz starke Arthrose zum Beispiel oder Diabetes. Man muss es wirklich kontrollieren, weil es da direkt um eine Verschlechterung des Krankheitsbildes geht. Aber im Normalfalle ist die Lust auf Süß ist nicht zu kontrollieren. Wir brauchen die. Unser Gehirn lebt von Süß. Wir brauchen für unsere energetische Aufgabe, das Gehirn braucht Energie, brauchen wir Zucker. Definitiv. Aber wir sollten wissen und wählerisch sein, es gibt viele Arten von Zucker und es gibt viele Zubereitungsmöglichkeiten, wie man mit Zucker umgehen kann. Und da heißt es zu unterscheiden, welchen Art sollte ich meiden und welche Art von Zucker ist gut für mich und kann ich problemlos und ohne Konsequenzen erwarten zu müssen, über mehrere Jahre auch zu mir nehmen. Die Lust auf Süß an sich ist ja eine gute, denn es stimuliert den Geist, es beruhigt die Nerven, es hat auch mentale Auswirkungen, nicht nur neben der energetischen. Der Zucker leistet ja Energiearbeit für unser System, für Geist und Körper, aber es stimuliert auch unser mentales Konstrukt und es gibt uns eine gewisse Ruhe und Entspanntheit, die wir brauchen. Deshalb ist Zucker gut. Nur, wie schon gesagt, es gibt eben diese Art von Zucker und jene Art von Zucker. Und das zu unterscheiden zu lernen, das ist wichtig. Abgesehen jetzt mal vom Karies und von anderen Dingen, die uns auch noch nebenbei blühen, wenn wir das übertreiben. Ein gesundes Maß der Dinge ist auch für einen Menschen, der gerne Rohkost isst, immer wieder gefordert. Man kann es auch mit der einen oder anderen Art übertreiben, indem man einfach über den Punkt geht und diese eigene Mitte zu haben und aus der heraus Entscheidungen zu fällen, das ist eine Aufgabe, die man jeden Tag aufs Neue treffen muss. Denn wenn die Gelüste mit einem durchgehen, beziehungsweise wenn man sie über einige Zeit unterdrückt hat, dann werden die irgendwann so stark, dann sind die nicht mehr zu kontrollieren. Und dann geht man in eine Attacke hinein, die man eigentlich gar nicht wollte. Deshalb entspannt bleiben, wenn Gelüste kommen, Pro und Contra abwägen, aber sich dann für die gute Art von zum Beispiel Zucker oder Fett zu entscheiden, ist immer gut im Vorfeld zu wissen, auf was lasse ich mich da ein und welche Konsequenzen hat das für meinen Körper. Denn letztendlich wollen wir nicht nur gesund sein, uns klar fühlen, uns geistig aktiv fühlen, sondern wir wollen auch wissen, welche längerfristigen Konsequenzen hat Ernährung. Und das ist der springende Punkt. Unsere Ernährung, die traditionelle und wie darüber informiert wird, ist definitiv destruktiv. Das heißt, wir wissen A nicht, was uns langfristig blüht und es wird uns B nicht die Wahrheit darüber gesagt, was es mit unserem Körper anstellt. Es gibt nur viele Leute, die sind froh, wenn wir davon so viel wie möglich essen und kaufen, weil es macht sie reicher und reicher. Alles andere, nämlich die persönliche Gesundheit, interessiert niemanden. Die muss ich für mich selbst klären. Das heißt, eigentlich müsste ich zu meinem eigenen Ernährungsberater werden, mir die entsprechenden Bücher kaufen und achtsam sein. Und auch
den Menschen im Umfeld auch mal sagen, hey, was du da gerade machst, ist nicht besonders gut für dich. Ich denke, du hast doch das und das Gewichen. Warum isst du denn das und das? Denn da sind die und die Sachen drin. Ohne als Oberlehrer auftreten zu wollen, sondern einfach, um den Menschen klarzumachen, hey, ich weiß, was das für Konsequenzen für mich hat. Du weißt es nicht. Ich helfe dir mit dieser Information. Was du damit dann später machst, ist deine Sache. Aber ich werde das, was du konsumierst, nicht mehr konsumieren, denn mir ist mittlerweile klipp und klar, was das mit mir anstellt, und mein Körper braucht das nicht. Ja, jetzt sind wir schon ein bisschen auch bei der Frage, wie gehe ich mit sozialem Umfeld auch um, ne? Weil wenn ich eben anfange, meine Ernährung umzustellen und versuche, das konsequent durchzusetzen, dann habe ich natürlich immer das Problem, dass ich natürlich nicht im luftleeren Raum lebe, sondern eben auch ein Umfeld habe, sei es die Familie, der Partner, sei es ja, Freunde, Verwandte, wo man natürlich auch mal wieder mal eingeladen ist und auch einlädt. Und dann kommt es natürlich immer wieder zu der Frage. Und manch einer fühlt sich dann angegriffen, sei es man selbst oder das Umfeld, durch diese Änderung. Da wirst du sicherlich auch Erlebnisse dann gehabt haben. Und was würdest du für einen Tipp da mit auf den Weg geben? Wie schafft man das in der Gesellschaft da am besten seine Linie auch durchzuhalten? Ganz wichtiger Punkt, denn wir sind soziale Wesen und wir leben in einem sozialen Umfeld, in dem es gewisse Gewohnheiten gibt und Rituale. Und die, so wie wir früher auch, die diese Rituale akzeptieren und auch nach diesen Ritualen leben, fühlen sich in dieser großen Gemeinschaft natürlich gut aufgehoben. Das Gewissen ist beruhigt, ich mache das, was alle machen, also das kann ja nicht falsch sein, und fühle mich gut. Wenn man jetzt anfängt, gegen den Strom zu schwimmen, dann fangen die Probleme an. Und ich kann denjenigen, die sich für das Thema interessieren und das auch teilweise schon umsetzen, nur den Rat geben, darauf zu achten, wie die Umwelt auf ihre Präsenz, einfach nur auf ihre Anwesenheit reagiert. Denn der Ruf läuft uns ja voraus. Die Leute wissen ja schon, was wir sind und was wir tun. Und dementsprechend haben Freunde, Bekannte, Verwandte, haben sich darauf schon eingestellt. Und es gibt zum Teil eben auch eine Angst. Eine Angst bei den anderen, wenn sie in den Raum treten, sich ertappt zu fühlen mit den Dingen, die sie tun. Denn im Grunde genommen wissen einige Menschen schon, dass sie sich ungesund ernähren und ungesund leben. Aber solange das alle tun, ist das in Ordnung. Jetzt kommt aber einer in den Raum, der das nicht mehr tut, der weiß, wie es geht. Und der produziert dann bei den anderen Leuten ein schlechtes Gewissen. Und das kann auch zu Aggressionen oder zu Attacken führen, die man mental nicht unbedingt braucht, aber die zum sozialen Umfeld gehören. Denn immer, wenn jemand ausschert, wollen die anderen, dass man zurückkehrt zum Status Aber quo. was denkst du, was ist dann das Beste? Wie einfach die Klappe halten auf gut Deutsch und sein Ding durchziehen oder möglichst vielen davon erzählen? Oder bei mir war es zum Beispiel Also, so, ich habe am Anfang ja. Gott und die Welt, meinte ich, müsste ich zu revolutionieren und zu missionieren da irgendwie. Aber Ja. mittlerweile, ich bin einfach dazu übergegangen und ich mache einfach mein Ding, ja. Und wenn sie halt fragen, dann gehe ich gerne darauf ein. Aber ich bin einfach davon ab, allen jetzt davon zu erzählen müssen, was ich jetzt da anders mache, weil ich auch irgendwann keine Lust mehr drauf habe. Und Ja. das heißt, ich habe mich so einfach ein bisschen da zurückgezogen, das als mein Ding jetzt einfach erachtet und wer nachfragt, der kriegt eine Antwort. Das ist eine total gesunde Einstellung. Und diesen Panzer, den sollte man sich einfach im Laufe der Zeit zulegen und nichts mehr darum geben, was die anderen Leute denken oder was sie sagen. Auf konkrete Fragen, warum isst du denn das nicht und das nicht, antworte ich immer, ich habe eine so und so Allergie. Das war Das gut, Wort Allergie ja. ist eine. Also dagegen kommt keiner an, ach so, du hast eine Brotallergie, ah ja, du hast eine Pizzaallergie, eine Weizenallergie, ah ja, du hast eine Zuckerallergie, ja, dann kannst du auch keinen Kuchen essen. Ja, und dann ist das akzeptiert, wenn jemand eine Allergie hat, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn man daraus jetzt ein philosophisches Thema macht, ich esse das nicht mehr, weil, und sich als Schlaumeier aufspielt, dann hat man ganz schnell natürlich schlechte Karten, weil die anderen sagen, hey, der will schlauer sein als wir, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Ja, genau. Ich denke, so ist es wirklich eine gesunde Herangehensweise. Genau. Okay, vielleicht kannst du uns noch ein paar nette Rezepte mit auf den Weg geben, wo du sagst, du hast eben schon mal ein bisschen was erzählt, aber so ein paar Tipps für den Alltag, wo du sagst, das sind so Sachen, die habe ich total lieb gewonnen, weil sie, weiß ich, einfach sind und gesund. Ich weiß, dass du auch mit Wildkräutern viel zu tun hast. Vielleicht kannst du uns da noch ein paar konkrete Tipps für den Alltag geben. So lecker und gesund, Ja, grün und gesund. das mache ich gerne. Ich weiß nicht, inwieweit es hilft. Vorausgesetzt, jemand hat Wildkräuter in der Nähe und hat Zugriff auf Wildkräuter im Garten oder auf einem Feld, Acker, Wiese, Wald in der Nähe. Er sollte sich auf den Weg machen, denn Wildkräuter sind die wohl höchste und intelligenteste Ernährungsform,
die wir praktizieren können. Denn wir müssen uns vorstellen, alles, was wir heutzutage zu uns nehmen, ist entweder hybridisiert oder gezüchtet oder modernisiert oder genmanipuliert Was auch auch. immer, ja. Also es gibt Bespritzt und behandelt und keine Ahnung, ja. alle möglichen Formen der Hybridisierung. Wildkräuter heißen Wildkräuter, weil die sind wild, das heißt, sie sind unangetastet. Der Mensch hat dort nichts verändert. Alles ist noch so wie vor Hunderten von Tausenden von Jahren von der Natur erschaffen. Die Geninformation ist wirklich absolut identisch mit dem unseres menschlichen Körpers, denn dafür sind diese Dinge gemacht worden. Die Natur hat diese Dinge uns geschenkt, damit wir sie verwenden, um unseren Körper und Geist zu stärken, um uns zu entgiften, um uns zu klären und zu reinigen, um ein Bewusstsein zu entwickeln mit mehr Lichtinformation über Chlorophyll und Biophotonen und so weiter. Also da steckt noch eine ganze Menge mehr drin. Wir sind ja gerade auch erst am Anfang, das neu zu entdecken. Und wenn Hildegard von Bingen vor 800 Jahren einen Mixer gehabt hätte, hätten wir vor 800 Jahren schon Rezepte bekommen, wie man Wildkräuter im Mixer püriert und damit was Schönes macht. Damals gab es das nicht, also wurden die gekocht oder wurden extrahiert oder getrocknet. Wie Und machst du es denn? Erzähl doch mal. Wie? ja, ich gehe täglich auf die Wiese oder in den Garten und hole Wildkräuter oder auch Blätter von Bäumen und püriere die im Mixer und achte darauf, dass das Verhältnis Grün 2/3 zu 1/3 Obst ist. Manchmal ist es auch 50-50 und püriere das Ganze, nehme meistens entweder eingeweichte Leinsamen dazu. Ich mag also diese cremige Konsistenz. Ich mag Omega-3, Antioxidantien. Ich mag Leinöl in Rohform und ich mag Dinge, wenn sie gesprossen sind, so wie ich auch im Kühlschrank immer gesprossene Alfalfa habe oder Linsensprossen und andere gesprossene Sachen. Die sind lebendig. Und die haben ein Vielfaches mehr an Enzymen und an Nährstoffen wie im ursprünglichen Zustand, sodass ich die also regelmäßig zum Salat dazu nehme. Und im grünen Smoothie sind es dann entweder die Leinsamen gequollen oder ich nehme geschälte Hanfsamen, die auch sehr viel Potenzial an Eiweißen und an anderen Mineralien und sekundären Pflanzenstoffen haben. Also Superfood nennt man sowas wohl heute. Und die gebe ich regelmäßig mit in den grünen Smoothie, genauso wie ich von der Zitrone immer Scheiben abschneide mit der Schale. In der Schale sind A, die ätherischen Öle und da sind noch Dinge drin, die nennt man Salvestrole. Die hat ein Professor Dr. Dan Burke gefunden. In Bio-Obst von Orangen und Zitronen findet man in der Schale Antioxidantien, die Krebszellen bekämpfen. Und er hat die Salvestrole getauft und verbreitet die heute in Form von Kapseln, also getrocknete Zitronenschale und getrocknete Orangenschalen. Wir können die im Mixer live, also original, nicht getrocknet, sondern so, wie sie sind, verarbeiten und haben dazu A, eine Geschmackskomponente, die erfrischend ist und B, haben wir jede Menge Antioxidantien mit im grünen Smoothie. Und das ist ein Energieschub, der ist mit nichts anderem zu vergleichen. Ich mache das jetzt 7 Jahre oder 8 Jahre. Zwischendurch esse ich auch mal gerne ein glutenfreies Müsli, was ich mir selber mache aus Buchweizen und Hirse und anderen Dingen, Kokosraspeln und so weiter. Aber ich habe gemerkt, dass im Laufe der Jahre mein Verdauungssystem hat sich so auf den grünen Smoothie eingestellt morgens, so ein mächtiges Frühstück mit einem Müsli und ein bisschen Obst dabei, schaffe ich kaum zu verdauen. Ich bin dann fast für den ganzen Tag satt und es ist auch nicht die Energie, die ich benötige, weil ein grüner Smoothie ist so leicht zu verdauen, er belastet kaum, er geht sofort ins Blut, die Energie ist sofort da, man fühlt sich leicht beschwingt, man fühlt sich gesättigt mittlerweile bis auf Zellebene. Und das hat auch ein paar Jahre gedauert, muss ich dazu sagen. Denn wenn wir denaturiert essen und trinken, ist unser Körper eigentlich quasi ausgehungert und unterernährt. Und es braucht eine gewisse Zeit, bis die Ernährung es geschafft hat, auf Zellebene eine Sättigung und Zufriedenheit zu erzeugen. Damit gehen auch automatisch die Gelüste zurück. Und auch die Heißhungerattacken auf Süßes und so weiter werden weniger. Weil sobald der Körper eine gewisse Ausgewogenheit an Mineralien, an Vitaminen, Enzymen und so weiter bekommen hat, dann lässt er uns in Ruhe und stimuliert auch nicht den Geist, ich will mehr, ich will mehr. Und wir beginnen mit dem Verstand zu suchen, was kann ich mir denn jetzt noch kaufen oder was kann ich jetzt noch essen? Das lässt im Laufe der Zeit nach und die Wildkräutersmoothies, die fein püriert sofort ins Blut gehen, haben dazu beigetragen, so eine Sättigung bei mir auf Zellebene zu etablieren. Und damit bin ich dann als Frühstück bis zum Mittag bin ich bedient und bin satt. Wird oft gefragt auf Messen, ja, reicht das denn? Ist man denn davon satt? Und ich kann sagen, ja. A, der Magen wird ein bisschen kleiner, wenn man aufhört, Pizza, Pasta und Fleisch zu essen. Der schrumpft ein bisschen. Man braucht nicht mehr diese Mengen wie früher.
Und B sind die Nährstoffe, die da drin sind, in solch einer Intensität vorhanden, dass der Körper sagt, ja, Mensch, das war jetzt ein richtig schönes Frühstück. Ich muss jetzt nach der Semmel und der Marmelade und dem Cappuccino, muss ich jetzt nicht noch einen kleinen Schokoriegel haben und ich muss nicht um 10 Uhr schon wieder in der Brezen beißen und muss dann um 11 Uhr noch das essen, weil der Körper hat das, was er braucht und er stachelt den Geist nicht an, gib mir mehr. Diese Sättigung ist für unser ganzes Leben einfach eine ausgleichende, eine ausbalancierende Tatsache, die man nach ein paar Jahren grünen Smoothies erfahren wird. Da geht kein Weg dran vorbei. Und jeder, der bis dahin gekommen ist, für den gibt es auch keinen Weg mehr zurück. Der wird nirgendwo anders mehr landen. Der wird mehr Grün haben wollen und noch mehr Grün und noch mehr Grün, weil es ist ein wahres Füllhorn an Nährstoffen. Ja, das kann ich auch nur so bestätigen und unterstreichen. Grüne Smoothies sind ja das große Thema bei mir auf meinem Blog und auch warum ich meine Arbeit mit grün-und-gesund.de überhaupt begonnen habe. Und ja, ich finde das wunderbar, wie du es so darstellst und das Hohelied auf den grünen Smoothie gerade gesungen hast. Also vielen Dank dafür und uns auch ein bisschen mit reingenommen hast in die Thematik und ja auch im Prinzip uns ein bisschen motiviert hast, vielleicht da mehr auf das Thema Grün auch zu gehen, weil es uns auch einfach sättigt auf unterschiedlichsten Ebenen und uns auch ein bisschen die Gelassenheit geschenkt hast, da vielleicht nicht ganz so dogmatisch und streng mit uns umzugehen, sondern auch ein bisschen Selbstliebe damit reinzunehmen und Entspanntheit. Lockerheit. Und das, denke ich, macht das Ganze zu einem sehr gesunden Ganzen. Und ja, damit sind wir bei grün und gesund quasi als Resümee vielleicht da unten drunter. Dankeschön, dass du uns damit reingenommen hast, in Gerne. diese ganze Geschichte. Und mich würde es natürlich interessieren, bei unseren Zuschauern, wie man vielleicht über dich noch mehr erfahren kann. Wo können sie am besten im Internet hingehen, wenn sie mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchten? Okay, es gab, nachdem ich diese Heilung von Krebs mit natürlichen Mitteln, also keine Chemo, sondern eine Lebensmitteltherapie gemacht habe, gab es zwei Fernsehauftritte, 2009 bei Wieland Backes im Nachtcafé und 2010 bei Frau Maischberger. Menschen bei Maischberger und danach gab es eine Flut von E-Mails, Anrufen, Briefen und so weiter, woraufhin ich dann immer wieder geantwortet habe, wie es war und wie es sein könnte. Aber das wurde dann auch irgendwann zu viel, also habe ich eine Webseite gebaut und diese Webseite heißt ralf-brosius.de. Dort findet man über meinen Lebensstil, über meine Ernährung und auch meine Erfahrung mit dieser Ernährung, findet man wesentliche Informationen. Ich habe in den letzten Jahren auch begonnen, einen Mixer zu vertreiben, den RevoBlend, den wir entwickelt haben, weil mein Augenmerk auf Wildkräuter lag und liegt und viele Mixer nicht in der Lage waren, das wirklich so schön fein zu pürieren. Also haben wir eine Maschine entworfen, die das kann. Und über den RevoBlend kann man auch auf ralf-brosius.de etwas erfahren und der soll auch der Mixer sein, der die Wildkräuter so fein püriert, dass sämtliche Nährstoffe, die darin enthalten sind, auch aufgespalten werden. Und alle anderen Mixer, die ich vorher probiert hatte, von den Haushaltmixern, die man so normalerweise für 100 oder 200 € im Auge hat. Als Einsteiger will man ja nicht gleich 500, 600 € ausgeben. Die haben es alle nicht geschafft, sind auch kaputt gegangen. Und diese Entwicklung ist auch sehr positiv und hat mich dazu bewogen, dann im Alter von 60 dann nochmal mich in die Selbstständigkeit zu begeben, meinen Beruf aufzugeben, um für die Gesundheit, so wie du mit Grün und Gesund, habe ich dann mit ralf-brosius.de, mit der Firma Changefood auch begonnen zu missionieren, in Anführungszeichen, also den Menschen zu erklären, warum diese Form der Ernährung die beste ist, die wir uns zulegen können. Und mit guten Argumenten vorangegangen, habe ich dann auf ralf-brosius.de auch einige DVDs veröffentlicht, die sind aufgezeichnet worden auf der Revolution, auf mehreren Revolution-Messen in Berlin und anderswo. Die kann man dort auch erwerben, um sich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Gut, also ich werde die Seite gerne verlinken. Ralf Brosius, also ralf-brosius.de. Der Link kommt unten drunter. Genau, und dann, wer mag, kann sich dann gerne ein bisschen mehr über dich und deine Arbeit informieren. Gut, also ganz herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal für die vielen Informationen, dass du uns reingenommen hast in deine Geschichte. Und ja, wer noch Fragen an dich hat, gerne als Kommentar direkt hier unten drunter in den Blog. Du wirst sicherlich auch ein Auge noch drauf werfen und dann die eine oder andere Frage noch beantworten, die da kommt. Und genau, freue mich auf euer Feedback. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ich sage Tschüss Ralf und bis bald beim nächsten Mal bei Grün und Gesund. Ciao, macht's gut.